Folge. Ich hoffe, das klappt alles. Ich hoffe, der Stream hält ordentlich. Ich bin gespannt, ob das heute wieder sowas wird hier mit einmal pro Stunde kackt der Stream ab. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich sag mal, wenn es wenigstens einmal pro Stunde bloß ist, ach Leute, dann das nehme ich doch gern in Kauf. Das nehme ich doch gern in Kauf. Naja, da wollen wir mal. Da wollen wir mal, würde ich mal sagen. Und dann bin ich schon gespannt, wie wir heute hier so weitermachen werden. Ich würde gerne eventuell das Gebiet noch fertig erkunden. Würde gerne die Upgrades einsammeln. Und dann würde ich sagen, werden wir uns mal so ein bisschen um die Hauptmission kümmern. Weil wir haben es ja immer wieder gelernt bei SnowRunner. Es ist schon gut, die Hauptmission zu machen, weil dadurch eventuell eine Werkstatt gebaut wird und ein neues Lager gebaut wird, ein paar Brücken gebaut werden. Was weiß denn ich, Leute? So, erstmal geht es hier natürlich wieder durch diese Matschepampe. Wir kennen es noch von gestern. Aber, Mensch! Gott, ich habe hier aber laut. Der Nadrek lässt hier einen Prime-Sub da. Mensch, auch der 8. Monat, mein Guter. Ich danke dir viel, vielmals. Vielen Dank, mein Guter. 8 Monate. Das ist so krass, so eine Zahl zu sehen, ne? Wenn man überlegt, wir haben halt wirklich erst Mitte des Jahres angefangen, im Sommer. Also Mitte letzten Jahres. Und wirklich, wie manche von euch da wirklich seit Anfang an sind die damit am Start. Und ja, ich finde das, ach, ich finde das einfach so klasse. So, der ist hier eigentlich gut durchgekommen. Na, wir schalten mal hier Lastgang, dafür ist er da. Kann ja auch mal ein wenig nachhelfen, ne? Dann haben wir die Holzbrücke fertig und können dort dann auf jeden Fall dieses eine Gebiet da runterfahren, weil das haben wir uns ja noch gar nicht angeguckt. Wenn man so möchte, guck mal, wir sind ja gestern erst angekommen hier in Wisconsin und wir müssen ja jetzt erstmal gucken, was uns hier alles erwartet. Was ist hier los? Der Ömer tut's dem Nadrek gleich, lässt hier auch Amazon Prime Sub da. Ey, vielen Dank, mein Guter, vielen lieben Dank. Ach, Ömer. Und Nadrek, wenn ich das lese, und der Nindanio, Mensch, ich freue mich schon, wenn wir auch mal wieder eine Runde SnowRunner zocken. Werden wir auf jeden Fall mal wieder machen. Freue ich mich schon. Der Papa David ist auch da, auch jemand, der mir sofort dann natürlich einfällt, wenn es wieder darum geht, dann zusammen vielleicht mal zu zocken. Ich grüße dich, mein Guter. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast einen schönen Sonntag. So, da sind wir schon mal durchgekommen. Alles für die Holzbrücke. Ich sag's ganz ehrlich, dann will ich eigentlich diesen Schweineanhänger hier langsam mal loswerden. Obwohl, ich sage mal, der Kolob uns eigentlich gute Dienste damit erwiesen hat bis jetzt. Eigentlich können wir ja nun wirklich nie meckern. Wir haben ja natürlich auch noch ein anderes Gebiet, was wir bereisen wollen, können. Und wir haben ja schon gesehen, ich glaube gestern, und ich habe ja aber scharf genommen, die Kurve. Jimmy! Ja, wäre ich immer gleich rot bei sowas, ey. Jimmy, ach Mensch. Ey, Leute.
Ganz ruhig bleib erstmal, Jimmy. Ey, vielen lieben Dank. Haut hier einfach mal 5 Geschenkabos raus. Ey, das ist Wahnsinn, Jimmy. Ey, vielen lieben Dank. Und natürlich auch herzlichen Glückwunsch an Sumse Brumse, an This is Very Fine, an Werner, an Prinzeps Khan, Tante Hannelore. Ach, herzlichen Glückwunsch für das Abo. Bedankt euch bei Jimmy. Ey, Jimmy, vielen Dank, mein Guter. Vielen lieben Dank. Ey, kommt gleich wieder so eine Wonne hoch. Ey, wirklich, es ist faszinierend, ne? Das streamt man ein bisschen nie und ihr seid immer da, das ist Wahnsinn. Ja, gerne, sagst du, Jimmy, ne? Aber es ist echt keine Selbstverständlichkeit. Vielen lieben Dank. Und Necromancer, vielen lieben Dank auch für die 100 Bits, ne? Hab mir vorhin auf YouTube nochmal die 100. Folge angeschaut. Mensch, das waren noch Zeiten. Das sagst du, Mike, ne? Das sagst du. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier so runterkommen. Warte mal, das sollte aber klappen. Sollten wir aber hier mal so ein bisschen gerade, nicht, dass uns die Ladung hier runterfällt. Ach, Jimmy, vielen lieben Dank, ey. Ihr seid der Wahnsinn, ey. Und dann sind wir doch schon gleich bei der Holzbrücke angekommen. Ja, die 100. Folge, das waren wirklich nur Zeiten, ne? Was wir schon SnowRunner gezockt haben, ist einfach irre. Es ist einfach irre und erstaunlich, dass es immer nur so einen Spaß macht, ne? Ja, bei mir ist der Hype ist wieder da. Der Hype ist wieder da. So, Leute. Dann wollen wir die doch mal abladen. Jawohl, Leute, die Holzbrücke ist fertig. Jetzt nicht die schönste Brücke, aber wenigstens eine Brücke. Wollen wir es doch mal sagen. So. Jetzt will ich aber mal gucken, wie ich das jetzt hier so angehe. Haben wir hier nicht noch einen Wachturm irgendwo gehabt? Naja, klar. Hier unten waren wir nämlich noch gar nie. Ey. Mike. Haut hier auch noch mal einen Zap raus. Mensch, ihr seid irre. Sachsen grüßt Sachsen, so muss es sein. So muss es sein, mein Guter. Ey, vielen lieben Dank. Ihr seid echt der Wahnsinn. Ihr seid irre! So, wir wollen natürlich zu diesem Wachturm. Jetzt ist natürlich die große Frage, ob man hier einfach mal so weitergefahren wäre. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich habe den Azov hier, ne? Aber ich habe doch auch noch den Western Star und dann hier unseren neuen hier. Wo ist er denn? Nee, was habe ich denn dort stehen? Der Ford... Hä, was haben wir denn dort stehen? Hier steht... Leute, jetzt wäre ich hier aber, Sag mal, bin ich jetzt gerade blöde? Was steht hier? Ich wollte schon sagen, hier steht doch dieser... Warum ist der da so komisch rübergeschwenkt? Hä? Jetzt macht mich hier die Kirre. Was? Hier steht doch was ganz anderes rum. Was steht denn hier? Hier steht... Der Azov. Was steht denn neben dem? Ach, dieser komische Western. Okay. Leute, ich würde trotzdem fast mal sagen, wir fahren mal... mit dem Azov... hier einfach mal den Weg weiter runter. Ich will einfach mal gucken. Und wir machen auch mal ein bisschen... frühen Morgen, dass wir so ein bisschen ins Helle reinfahren, ne? Ganz klare Geschichte. So. Wie sieht es denn spritmäßig aus? Ja, ganz cool, ganz cool. Ich erkenne das immer nicht, ne? Mensch, ihr habt ja einen Hype-Train hier gestartet. Tschu, tschu, tschu. Mensch, Wahnsinn. Geile Sache. Tut, 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 sage ich dazu. Haha, ihr seid irre. So, lasst uns doch hier mal ganz schnell tanken. Also wird es sich für die Xbox gekauft? Hey Jimmy, ich habe mir das für die Xbox schon gekauft. Ich habe das tatsächlich schon für die Xbox. Ist gut, ist SnowRunner. Jetzt fahren wir hier mal... gucken... Hier geht es dann so runter auf die Bahnschi. Guck mal, hier ist doch schon das Türmchen. Fahren jetzt hier mal den Weg weiter. Wir gucken mal.
Hast nicht mitbekommen? Ach, ist doch überhaupt kein Problem. Jimmy, das ist doch überhaupt kein Problem. Oh, guck mal, da oben ist er doch. Da oben ist er doch, der Turm. Ich sehe gerade, dass meine Leitung ist hier gerade wieder so ein bisschen am Schwächeln. Was ist hier los? Was ist hier los? Hör auf mit der Scheiße, wir wollen Snowrunner spielen. Verdammt nochmal! Jetzt sag nicht, hier ist schon wieder eine kaputte Brücke. Nee, die ist tatsächlich mal ganz. Tja, wie kommt man hier so auf diesen Turm? Ich denke nämlich fast mal von hier, ne? Ey, da hätte man bestimmt hier so einfach durchfahren können. Kommt man hier so hochgefahren? Ich denke schon. Ich denke schon. Gut, tun wir uns mit dem Arzhof jetzt vielleicht nicht unbedingt den größten Gefallen. Aber wenn wir eh mal hier sind, kriegen wir das auch hin. Der Negromancer, nochmal hier 100 Bits. Ist doch gut, mein Bruder. Immer weiter, weiter. Ey, dank dir, mein Güter. Ich danke dir. Aber wir kommen hier anscheinend. Klappt das hier? Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie wir hier so... Okay, okay. Ganz cool bleiben. Ganz cool bleiben. Liebe Mitbewohner, gehen Sie aus dem Internet, ich muss Snowrunner spielen. Mit lieben Grüßen. Ja, ich muss einen Aushang machen. Ich muss Aushänge machen. Wow, 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 wow. Jetzt haben wir oft angedockt. Oh, ob mal hier... Okay, das ist wieder so eine... Ich glaube, hier haben wir jetzt ein kleines Problemchen. Ja, der greift hier irgendwie. Irgendwie greift da. Gucke mal. Rock'n'Roll, du sagst es. So komme ich mir hier auch gerade vor. Das war so eine beschissene Idee mit dem Arzhof hier. Jetzt fahre ich hier eigentlich, mache ich dieselbe Scheiße hier jetzt schon wieder. So, wir müssen hier mal irgendwie... den Schlag nach rechts kriegen. Die Handbremse vielleicht mal lösen. Dann klappt so mit die Nachbarn. Wenn du jetzt so umkippst, dann flippst du hier aus. Gib dir doch mal Mühe. Gib mir dir Mühe. Drück, 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 drück. Oh. Okay, okay, warte mal, hier muss auch mal ein Boom sein, der ein bisschen mehr abhält hier. Gott, das sind wieder diese Pseudobäume. Ich glaube, ich hänge genau bei diesem scheiß Baum hier fest. So, auf jeden Fall erstmal Degeneration, es tut mir leid, es tut mir so leid, dass ich die ersten 5 Streams verpasst habe. Am Freitag war ich auf Arbeit und Samstag unterwegs, aber ich habe die Streams noch nachgeholt, bin also auf dem neuesten Stand, freue mich auf das Comeback und grüße alle an alle on Airlines. Mensch, Degeneration, ich grüße dich. Hallöchen, mein Guter. So, Leute, wir haben hier ein kleines Problem. Komm hier... mal diesen scheiß Huckel hier. Ich versuche es jetzt doch mal links, auch wenn ich da jetzt ein bisschen Angst habe, dass ich umkippe. Okay. Was tut man nicht alles für einen Wachturm? So, da haben wir auf jeden Fall schon mal alle jetzt hier abgeholt. Haben wieder ein Upgrade entdeckt. Die sollte man dann auch bei Gelegenheit mal einsammeln. Okay, hier geht's ins andere Gebiet. Schon mal gut zu wissen. Genauso wie hier. Puh, und ihr seht's, ne? Die Map ist voll. Die Map ist voll.
Ich würde fast mal sagen, ich versuche jetzt erstmal mit der Kiste hier wieder auf die Straße zu kommen. Und wenn ich hier umkippe... Ach, wisst ihr was? Ich gehe auf Bergen. Scheiß der Hund drauf jetzt. Ich gehe hier jetzt auf Bergen. Wir werden die Werkstatt jetzt verlassen. Und dann versuche ich jetzt nachzudenken, was ich als nächstes mache. So. Ich bin ja eigentlich für Hauptauftrag. Die Papierfabrik, was soll man denn da machen? Wir sollen zur Papierfabrik, was das hier ist, liefern. Stahlträger? Metallrollen? Gibt's nur dort? Ist aber auch hier Metallrahmen, Spritlager. Hier können wir auch irgendwas machen. Ah, so ein bisschen die Verwirrung ist da. Betonblöcke. Okay, da brauchen wir dann quasi unseren Generator und große Rohre. Puh. So, was haben wir noch hier? Inbetriebnahme des Kraftwerks. Ordentlich zu tun, ne? Ordentlich zu tun. Als Belohnung gibt es Zugang zum Standort. Sowas ist natürlich auch immer wieder wichtig. Da haben wir es nämlich schon wieder. Da wäre die Mission ja fast schon ein bisschen wichtiger. Dass man hier... Ich würde fast sagen... Hä, welche waren das jetzt hier? Oh, warte mal, jetzt ist ja auch Verwirrung da. Wo war denn das hier mit Zugang zum Standort? Hä? Inbetriebnahme des Kraftwerks. Genau. Also Leute, die Mission mache ich jetzt. Die Mission mache ich jetzt. Da haben wir jetzt aber zu tun. Da haben wir jetzt aber zu tun. Doktor, ich grüße dich. Schön groß die Karte, wird mal eine Weile zu tun haben. Ich denke auch, Mike. Hm. Als nächstes Emote ist klar ein Flugzeug mit Christians Gesicht. Christian mit Stewardess-Kappe auf. Echt? Da habt ihr Lust drauf? Ansonsten, Christian, hoffe ich, dir geht es gut soweit und diese Streamabbrüche sind für dich doch ideal. Kannst du bei YouTube reinstellen, kein Schneiden mehr. Das stimmt. Das stimmt. Opti ist da. Mensch, oh, schon lange nicht mehr gesehen. Ich grüße dich, mein Gudda. So, Leute, jetzt wollen wir hier auch mal gucken. Hier scheinen wir ja mit das Wenigste zu tun zu haben. Aber das Problem ist ja, vor allem Frachtcontainer. Jetzt will ich eigentlich erstmal gucken wegen dem Kraftstoff. Boah, okay, wo ist denn mein Twinsteer? Der ist dort. Mit dem hier hinfahren. Ah, wird auch nicht so ganz ohne werden, ne? Ich würde sagen, wir versuchen das jetzt mal mit dem Kraftstoff erstmal. Wir gehen zu unserem Twinsteer, der nicht mehr so viel Sprit hat. Also wir müssten dann sowieso mal tanken erstmal. Vielleicht mutig das mit denen zu machen. Aber Leute, wir versuchen. Wir versuchen es. Sag mal, Leute, ist der Spielsound ein bisschen laut heute, wenn ich mir diesen Soundausschlag hier angucke? So, vor allem Stahlträger, okay. Da müssen wir ja dann wieder... das müssen wir ja auch wieder herstellen und so weiter. Ich wollte doch tanken, Christian, was tust du? Genau, du wolltest gleich wenden. Haben wir auf jeden Fall ein Stück zu fahren gleich. Wenn dort halt da steht, dann Zugang zum Standort, denke ich mal, ist das jetzt nicht die dümmste Idee, die wir haben, wenn wir diesen Auftrag jetzt zuerst machen. Gut, also wir fahren hier rüber. Müssen hier durch die Matschepampe. Fahren hier, genau. Fahren hier dann über die Brücke. Fahren hier diese scheiß Serpentinstrecke hier runter, wo ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe. Da haben wir dann zur Not noch eine Tanke. Und hier geht's dann zum Spritlager. Oh Gott, hier waren wir noch gar nie, ne? Also das... Ist schon eine kleine Strecke. Und vor allem müssen wir das dann zweimal fahren. Aber ist ja Wumpe. Wir machen peu à peu, Stück für Stück. Am Ende müssen wir sowieso alles packen.
Vielleicht ist es ja so, wenn das Kraftwerk dann in Betrieb gegangen ist, dass wir dann keine Generatoren mehr brauchen. Kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, aber man weiß es ja nie. Ja, hier mal ein bisschen auf die Reife und die Federung, ne? Bisschen achten. Müssen wir erst mal gucken, wo wir alles so herkriegen, aber ich bin guter Dinge. Sind insgesamt 18 Slots, wenn ich mich nicht irre. Na, lass uns mal zählen. Kraftstoff war, bin ich mir ziemlich sicher, einer gewesen. So, bei 8 Frachtcontainer müsste 2 sein. Ne? Da sind wir dann schon bei 4, sind wir bei 12. Stahlträger jeweils 2. Stahlträger jeweils 2. Da sind wir nochmal bei 4 dazu. Sind wir bei 16. Verbrauchsgüter war einer. Sind wir bei 18. Würde ich jetzt so unterschreiben, Princeps. Würde ich so unterschreiben. Slots. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Bin mir ziemlich sicher, hinzu hat er uns ein bisschen überrascht. Was tut man nicht alles für ein Kraftwerk? Nee, ich bin mir sicher, wir haben gut entschieden. Wir haben gut entschieden von der Mission her. 18 Slots für eine Mission. Lassen Sie sich jetzt nie lumpen. Da bist du dann aber auch glücklich, wenn das Kraftwerk steht, ne? Da denkst du dir so, da habe ich doch was geschafft. Werner, Mensch, Grüße. Ja, alles gut. Hoffe bei dir auch. Der Jimmy hat dir einen Sub geschenkt. Mensch, richtig geile Sache. Und Captain America, wenn man schnell sagt, dann sagt man es bestimmt richtig. Ich danke dir für den Follow. Herzlich willkommen. Habt ihr gesehen, wie das Schild tatsächlich noch ganz geblieben ist? Ich hätte selber auch nie geglaubt. Diese beschissene. Mal, ist das diese Strecke am Ufer, wo ihr gestern schon gesagt habt, die ist fast besser zu fahren? Hier so unten dann komplett lang? Echt, denkt ihr? Habe ich gerade irgendwie Schiss. Warst lange nicht mehr live oder habe ich keine Benachrichtigung bekommen? Nee, ich war wirklich lange nicht live gewesen. Ne? Zwecks Internetproblematik, was immer noch nicht ganz geklärt ist. Aber man kriegt mit, wir kriegen es wenigstens hin, Stream anzuwerfen. Und so eine gute Stunde hält die Verbindung dann hoch. Zumindest ist das so gestern gewesen. Und auch Freitag, da haben wir ja auch kurz gestreamt. Mal sehen, wie es heute ist. Immer wieder eine Überraschung, Alter. Dank deiner Tarifanpassung hast du keine Probleme mehr damit. Ja, hatte ich ja auch nicht. Aber das Problem scheint ja beim Hausanschluss zu sein hier. Das haben wir ja schon festgestellt mit dem Techniker. Aber wenn das bei dir klappt, da bin ich doch glücklich. Das wird hier jetzt natürlich auch nicht so unspannend jetzt mit dem Twin Steer. Ja, das ging jetzt aber besser, als ich gedacht habe, um ehrlich zu sein.
Was ist hier los? Der Tankmaster! Hey Christian, schön dich mal wieder online zu sehen. Internet läuft nun wieder stabil. Internet ohne Christian und er geht auf Dauer gar nicht. Mensch, erstmal, ich danke dir vielen lieben Dank. Ich danke dir vielmals, Tankmaster, für dein Sub. Ja, Internet, es läuft noch nicht stabil, aber es läuft etwas besser. Wollen wir es mal so ausdrücken. Vor allem schön, dich zu lesen, mein Guter. Genau, Werner, das bringt allen nichts. Ja. Der Natrik hat immer den Umweg über die Werkstatt genommen. Ah, die Werkstatt? Ach, du bist dann quasi hier so lang gefahren. Okay. Aber so, das ist doch das Faszinierende an dem Spiel. Ich finde, es gibt kein richtig oder falsch. Das, was halt am besten für ihn dann geht in der Situation, ist doch alles gut. Scampi Joe, ich hoffe, ich habe dich schon begrüßt. Champions geht auch endlich wieder voran. 600k Stärke endlich. Na, sauber. Sauber, Werner. Da geht's wirklich gut voran. Danke auch noch Linus, auch wenn er gerade nicht da ist, für das Abo-Geschenk. Verrückt, ich war nicht mal da. Ja, die Generation der Linus, der ist so ein bisschen eskaliert, wie der Jimmy heute auch. So. Kam eben erst rein, Christian. Alles klar. So, jetzt geht's so dann diesen eng komischen Weg da hoch. Bin ich mal gespannt. Oh, hauer, hauer, ha. Okay, die sah jetzt schlimmer aus, wie sie eigentlich ist. Diese kleine Pfütze. Junge, 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 was tut man nicht alles für ein Kraftwerk? Und wir haben noch nicht mal eine Fracht abgeladen, ne? Und ich bin hier schon halb am Rumjammern. Und Christian, pass hier auf mit dem Twinsteer. Nie hier so eine kurvenreiche Action machen. Und wieder logistisch gesehen, welcher Eumel baut sein Spritlager denn dorthin, wo wir jetzt hinfahren? Oha. Oha. Was haben wir denn hier? Kein Licht an, das kann ja nicht werden. Halt, stopp, Bundeswehr, wo ist denn hier der Eingang? Ist das euer Ernst? Da ist doch ein Zaun. Wo ist denn hier die Einfahrt? Was ist nicht das von hier? Da vorne. Ich fahr mal zurück, weil das hier scheint ja auch so ein Weg zu sein. Ugel, 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 ne? So eine scharfen Kurvenmarker, ja, überhaupt nicht, ne? Wir geben ihm mal Zeit zum Lenken erstmal. Gut. Und jetzt hier rechts oder was? Also ich wette mit euch, hätten wir jetzt die Federung hier wieder drin, der wäre uns schon längst eh mal umgekippt, bin ich mir ganz sicher. Was ist es denn, wenn man hier dann weiterfährt? Ja, man kennt sich hier halt noch nicht so aus. Wo kommen wir denn da dann hin? Ha? Teilrahmen? Ach, hier so der Weg. Dann kommst du hier lang. Ha? Wo ist denn das Kraftwerk? Ach nee, wir fahren schon wieder zurück, das... Auch interessant, ne? Ah. Okay. Also ich will hier gleich mal rückwärts reinfahren, Leute. Was schreibt der Tankmaster? Ein neues DLC sieht super aus. Bin gerade im ersten DLC unterwegs. Hab da den ganzen Tag gebraucht, die Karte aufzudecken. Was für ein riesiges Ding. Hatte mich gefreut, dass ich das Hauptspiel endlich durch hatte. Nun wieder überall Holzlieferungen offen. Das Spiel will mich fertig machen. Ja, so läuft's. So läuft's. Und Feuerrabe ist auch da. Mensch, ich grüße dich. So.